She lights a cigarette, puts one end on the steering wheel, and the radio plays her favorite songs. And if the lyrics get messed up. Komm mal her. Oh. Ja, so schnell wird aus dem gelackten Dressurpferd ein Matschpferd. Lacour muss heute zum Schmied. Wir fahren heute zu Herrn Ahlers. Und da soll er ja so ein bisschen ordentlich aussehen. Aber das ist gar nicht mal so einfach, weil nämlich auch Lacour bei uns in der Herde sich immer die größten Matschpfützen aussucht und sich reinlegt, ne? Körchen? Und das muss man erst mal wegkriegen. Körchen heißt eigentlich Lacour, wurde aber von Anfang an von allen Lacour genannt, weil offensichtlich niemand der französischen Sprache mächtig war. Und dabei ist es nun auch geblieben. Französisch kann hier immer noch keiner. Ja, ne? Jetzt muss er nur noch schön mit auf dem LKW steigen. Das haben wir noch gar nicht trainiert, hatten wir noch gar keine Zeit zu. Und ja, da bin ich gespannt, wie er das gleich macht. Und Joey kann es noch gar nicht glauben, dass er seine schöne neue Box kurzerhand wieder abgeben musste. Ja, Körchen ist letztendlich ganz überraschend bei uns eingezogen. Ne, Körchen? Svenja hat ihn sozusagen gefunden oder den Geheimtipp gekriegt. Und die war wirklich hartnäckig. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, nein, ich möchte kein Pferd. Gar nicht jetzt zur Winterzeit. Und ja gut, dann sind Jack und Joe ja auch bald so weit, dass man die anfangen muss zu arbeiten. Nicht reiten, aber ja trotzdem arbeiten. Und ja, es ist ja immer nicht so viel Zeit da. Aber als wir dann bei Körchen waren und er da so gegangen ist über den Außenplatz, durch die Laubspur und alles, da habe ich gedacht, boah, und das vierjährig. Ich glaube, wir sind alle ganz begeistert hier von Lacour, weil ja, der hat sich super in die Herde integriert. Der ist ganz, ganz lieb, sage ich mal so, im Stallverhalten, bei der Fütterung. Der drängelt nicht, der bettelt nicht. Und selbst wir haben ihn halt den Magen antherapiert. Und auch das ist gar kein Problem. Das sind ja wirklich so Pasten, die man ins Maul spritzt. Und super, super lieb. Also kann ich überhaupt gar nichts sagen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass wirklich so vom Dressuraspekt her ist es natürlich immer noch mal mein Wunsch. Ich habe ja nun die ganze Zeit junge Pferde ausgebildet, Korrektur geritten. Und das war eigentlich etwas, das wollte ich jetzt nicht mehr machen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Pferd haben, was MS-Lektion schon geht, um halt einfach diese zweite Reihe vom Reiten mal auch kennenzulernen und mich da drin wieder fit zu machen und zu trainieren. Das geht mit Korrekturpferden und jungen Pferden einfach nicht. Und von daher habe ich gesagt, ich nehme was das schon alles kann. Aber die Suche hat sich ein bisschen schwierig gestaltet. 3 Jahre hat es gedauert. Ja, und jetzt ist es 1,85 groß, rappe, tiefenentspannt und jetzt gerade 5 geworden. Aber dafür macht der kleine Jungspund schon eine sehr gute Figur. Da Ariane sich mit ihrem neuen Pferd erstmal ganz in Ruhe anfreunden wollte, hat der Kameramann kurzerhand Platzverweis erhalten. Gut, dass es für sowas ja immer noch die Überwachungskameras gibt. Wenn ich mir sein Maulverhalten angeguckt habe, das blieb ja für mich auch nicht aus, dass auch in der Turnierprüfung viel Speichel lief oder dass halt auch das Maul sehr krampfig war, dann ist natürlich der Magen für mich ganz weit vorne. Ja, wem gehört denn Lacour nun, ne? Da gehen ja immer ganz viele Kommentare rum. Vicky schnappt ihn mir weg, nichts ist. Das ist mein Pferd. Und Vicky darf ihn mal reiten, das ist richtig.
Und wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann kann Vicky ihn reiten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Vicky reitet sehr, sehr gut. Es kommen ja schon Kommentare, da sollte sich mal die Ariane Telg eine Scheibe von abschneiden. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil auf das Verkaufsvideo zum Beispiel oder auf unser Probereiten sind unsere Parts ganz klar aufgeteilt. Ich habe durch meine Erfahrung natürlich viel mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Ich kann einen unsicheren Reiter darstellen, ich kann einen ruppigen Reiter darstellen, ich kann aber auch einen schwachen Reiter nachstellen. Und für mich ist das immer so, beim Probereiten möchte ich nicht wissen, was kann das Pferd alles. Das habe ich vorher gesehen, was mit den, sage ich mal so, vertrauten Bereitern oder Bereiterinnen möglich ist. Das muss ich gar nicht mehr in Frage stellen. Ich muss in Frage stellen, was verzeiht das Pferd? Verzeiht das Pferd eine etwas härtere Hand? Verzeiht das Pferd, wenn man mal klammert? Was passiert, wenn man den Bügel verliert? Was passiert, wenn ich ihn in der Schiefe korrigiere? Was passiert, wenn ich nicht so viel treibe? So, und das sind die Parts, die ich zum Beispiel gerne ausprobiere. Ich kann mich auch auf ein Pferd draufsetzen und sagen, so komm, jetzt marschierst du hier. Aber was bringt es mir? So, und ich habe mich ganz kurz nur auf den Lacour draufgesetzt, weil ich mir sage, er ist 4, jetzt 5. Und ich mag es eigentlich nicht, wenn 3 Personen in einer Einheit auf dem Pferd sitzen. Das finde ich persönlich nicht so schön. Draufsetzen musste ich mich, um genau diese Sachen abzufragen. Er war total nett. Bei etwas zu fester Hand hat er sich einfach nur eingerollt. Bei vorsichtigem Verhalten ist er einfach brav geblieben und ist nicht mehr so spektakulär gelaufen oder nicht mehr so frisch vorwärts. Aber er hat diese Schwächen nicht ausgenutzt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ja, Vicky kann sich dann draufsetzen. Und Vicky sage ich dann, komm, mach ruhig langen Zügel, wenn du dir zutraust. Guck mal, was du da so ein bisschen rauskitzeln kannst an Bewegung. Ja, und dass Vicky da strahlend drauf sitzt, das habe ich mir gedacht, gerade beim Galopp, weil der ist wirklich richtig krass. Ja, und das sind so die Sachen, die wir jetzt zum Beispiel beim Probereiten gucken. Wie verhält sich das Pferd in verschiedenen Situationen, auf verschiedene Reaktionen und Charakteren? Und das ist das, was wir haben möchten. Wir wollen ein Pferd haben, was nicht jede Schwäche ausnutzt, wo wir mal entspannen können, weil die anderen Pferde, die habe ich jeden Tag. Und wenn ich dann auch noch Freizeit habe und auch noch ein Pferd habe, wo ich immer auf der Hut sein muss, wo ich immer aufpassen muss, wo ich dran rum korrigieren muss, dann habe ich, glaube ich, keinen Spaß daran. Dann brauche ich kein Pferd. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, sputen. Transportgamaschen? Und meinst du, wir können dann zusammen auf den Anhänger gehen? Oder auf dem LKW, besser gesagt? Wenn es sein muss. Ja. Ja, du bist ein Knallkopf, hä? Er ist ein echtes Eicheneckpferd. Fressen. Hast du dir schon gut abgeguckt, ne? Ich glaube, die Decke hatte Konrad zuletzt drauf. Bei dem Bauchumfang, der hier eingestellt ist. Da kommst du noch nicht ran, ne? Nö, da hast du noch ein bisschen Platz. Ja, musst nicht schlucken. Kommst wieder mit, ne? So. Ja, Transportgamaschen, wer sich fragt. Wir haben ja viele Zuschauer zum Beispiel, die mit Pferden gar nichts zu tun haben. Für den Transport werden die Pferde normalerweise mit Transportgamaschen eingepackt. Das heißt also, es ist ein bisschen zum Schutz, dass wenn die sich auch mal ein bisschen vertreten, dass er jetzt zum Beispiel mit dem anderen Huf sich hier nicht was aufreißt, weil er dran runterschrappt. Es ist also wirklich ein kleiner Schutz für die Beine. Meistens gehen die ein bisschen doof, gerade bei den Hinterbeinen. Die ersten Schritte, dann gehen die wie so ein Storch, weil die ja auch andere Reize kriegen auf der Haut. Das sieht dann immer ganz witzig aus. Ja, und was ich ganz, ganz schön finde, ich weiß nicht, ob ich die Zeit finde, aber was ich ganz irre finde, ist, dass die Ex-Besitzerin, also aus Dänemark, schon versuchen, einen Termin zu vereinbaren, dass sie vielleicht mal vorbeikommen können. Das finde ich richtig toll, weil die freuen sich wirklich über jeden kleinen Ausschnitt, den ich ihnen übers Handy schicke, weil die hängen wirklich an Lacour und die freuen sich, dass er jetzt hier in so einer
Aufzucht, dass es ja nicht in so einer Haltung ist mit den Kumpels, mit Jack, mit Joey. Und die spielen ja wirklich auch viel. Und dass er halt einfach Weidegang hat, weil das ist ja nicht gang und gäbe. Und ich will mal so sagen, wir haben uns auch innerlich ein bisschen schwer getan, gerade jetzt natürlich auch nach der Erfahrung mit Googie. Es ist natürlich schwierig, ein Pferd, was ein bisschen höherpreisig ist, in die Herde zu stellen, in den Schlamm zu stellen. Aber warum sollen diese Pferde das Glück nicht haben? Nur weil sie viel Geld gekostet haben oder weil sie im Dressursport laufen. Weil wenn ich mir sehe, wie schön er hier über die Wiesen galoppiert und wie er sich freut, sich zu wälzen und mit Joey zu spielen, sich von Jack durch die Gegend schieben zu lassen, dann würde ich ihm das gar nicht vorenthalten wollen. Und wenn was passieren soll, dann kann es auch in der Box passieren oder beim Reiten passieren oder sonstiges. Dann ist das so. Ne? Aber einsperren machen wir nicht, ne? So, komm her. Hier, da geht da hinten schon. Na komm. Schau mal, ich bin gespannt. Guck mal, kennst du den noch? Ja, schau mal. Oh ja. Toll. Herr Kameramann, kannst du einmal, ich müsste einmal die Möhrchen holen. Guck mal, Kameramann kommt von hinten, Körchen. Oh, da hat er schon Stress. Guck, Jack kommt auch mit. Da ist er. Siehst du? Ja, der Jack, ne? Mithilfe vom Kameramann und Möhrchen war das Verladen dann aber kein Problem. Angekommen in Lüsche. Also das Aufladen, das war ja wohl mega. Er ist jetzt ein einziges Mal in diesen LKW gegangen und er hat das gar nicht in Frage gestellt. Rückwärts einparken müssen wir noch üben, aber nun gut, gar kein Problem. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie es läuft, wenn wir ihn jetzt abladen und wirklich hier wieder durch die Anlage gehen und vor allen Dingen, wie er sich beim Schmied verhält, unser großer Lacour, weil das haben wir ja nun zum ersten Mal. Es hieß, er ist schmiedefromm, er kennt Aufbrennen, aber wir würden hinten auch ganz gerne Eisen drauf machen, weil halt einfach bei den harten Bodengegebenheiten, als Bodenfrost war, habe ich gemerkt, dass er sehr, sehr fühlig ist und teilweise auch wirklich dann so ein bisschen hinten viel geschont hat. Und ich glaube, das tut ihm ganz gut. Jetzt starten wir erstmal. Na, was bist du für ein Feiner, hä? Du, was bist du denn für ein Feiner? Ja, du bist ja ein richtiger Schatz. Hä? Es ist noch gar nicht so lange her, als Lacour das letzte Mal in der Tierklinik Lüsche zu Besuch war. Heute steht aber keine AKU an, sondern der Besuch beim Hufschmied Ron Alders. Der ist darauf spezialisiert, Pferde mit problematischen Hufen oder Problemen im Gangbild wieder auf die Beine zu helfen. Aber vorher wollen wir noch wissen, wie viel Kilo Lacour denn nun auf die Waage bringt. Gut. Gut, so schnell konnten wir das nun nicht gucken. Auf dem Rückweg vielleicht dann einfach mal auf der Waage stehen bleiben. Oh ja, warte. Einmal gucken. Ja, toll, guck. Na komm. Jetzt geht die auf, jetzt geht die auf. Alles gut. Nee, wir gehen zu Herrn Alders rüber. Nun sind wir rausgeflogen. Nein, wir sollen außen umzugehen und nicht durch die Halle. Ist aber auch ganz gut. Manchmal hat der Alders da schon aufgebaut, dann ist es wirklich schwierig, da um eine Ecke zu kommen. Der Hufspezialist Ron Alders unterstützt europaweit Pferdekliniken in der Huforthopädie. Wer seine Arbeit in Anspruch nehmen möchte, muss sich leider auf den Weg zu ihm machen. In der Regel kommen Hufschmiede zum Beschlagen von Pferden direkt in die Stelle, wo sie dann auch stehen. Die Eichenecker Pferde sind mittlerweile schon Stammkunde bei ihm. Und der ist einfach vom Charakter her, da reitet selbst Vicky drauf. Da sind wir jetzt mit ins Gelände. Das ist das Schwierigste zu finden, ja. Pferde, die richtig brav sind und zuverlässig. Ja. Das ist schon ein Ding, ja. Okay. Also das ist schon wirklich richtig krass gewesen. Ne? Und auch draußen reiten wir den. Ne? Da ist eine riesen Laufbahn über den Sandplatz. Ne? Da geht der so im Galopp durch, im Trab durch. Ja, ja.
ganz überall. Und Eisen hinten ist kein Problem beim Offenstall? Nee, haben wir bei unseren ja auch. Ah, okay, die sind alle, ja, genau. Das war für mich halt einfach, weil er wirklich, wir hatten ja diese paar Tage Bodenfrost. Und da hat er hinten wirklich, wenn er aufgetreten ist, hat er wirklich genagt. Und was er hier bei der AKU hatte, ist, dass er leicht Taktunreinheit vorne hatte. Ja. Manchmal auf der rechten Hand und dann aber vorne links. So, und das ist jetzt nach dem Magen antherapieren und mit Offenstall viel besser schon geworden. Das ist nur noch, wenn du ihn am langen Zügel reitest, in ganz engen Wendungen. Ja, aber die Füße helfen ihm auch nicht sehr. Also da können wir etwas verbessern. Mal sehen, ob das hilft. Nun ist für Ariane natürlich erstmal interessant, was Ron für einen ersten Eindruck von Lacours Hufen hat. Ja, das ist eigentlich, was wir mit den anderen Pferden ausgesehen haben. Zu wenig Unterstützung im hinteren Bereich vom Fuß. Ja. Das sieht man hier auch. Kann so, dass das Messding rausholen. Was man auf gutes Deutsch Center of Rotation nennt. Das wird dann hier irgendwo sein. Und das soll eigentlich das Mitte von den Eisen sein. Und das, man sieht schon, dass es nach vorne viel weiter ist, wie so oft, und nach hinten ziemlich kurz. Das hat auch mit dem Modell vom Fuß zu tun. Das ist ein ziemlich runder Fuß, um das Abtrittrisiko nicht zu groß zu machen. Werden dann die Eisen weit eingebogen und das nimmt die Unterstützung natürlich auch weg. Aber man kann sich vorstellen, dass hier ein sanfter Boden, hier viel zu viel, die Zehe, die vorne Seite vom Fuß viel zu hoch im Boden bleibt, weil die kleine Unterstützungsfläche hier tief im Boden gedrückt wird. Also die Stand, die wir jetzt vielleicht schon niedrig ist, noch viel niedriger wird. Und da müssen wir etwas machen, sonst wird die Taktunreinheit wird nicht besser. Die Taktunreinheit wurde schon bei der Ankaufsuntersuchung festgestellt. Die sogenannte AKU ist für Pferdekäufer ungemein wichtig, damit man nach dem Kauf keine bösen Überraschungen erlebt. Auch bei vergleichsweise günstigen Kaufpreisen lohnt sich die Untersuchung, da durch spätere gesundheitliche Probleme weitere enorme Kosten entstehen können. In der renommierten Tierklinik Lüsche wird diese besonders gründlich durchgeführt. Worauf es bei einer AKU ankommt, erklärt Dr. Swagemakers nochmal genauer. Richtig toll, ich habe meinen ganz neuen Tierarzt von Lüsche hier vor mir stehen und jetzt kommt die größte Schwierigkeit. Herr Swagemakers, ist das richtig? Ja, oh, sehr gut. Wahnsinn. Was haben Sie hier für eine Funktion oder wo liegt Ihr Spezialgebiet? Ich bin Tierarzt, bin von Anfang an dabei in Lüsche. Mit Herr Kuhne zusammen schon seit knapp 35 Jahren, knapp 30 Jahre Partner. Und angefangen in Mühlen damals und dann haben wir in 2000 angefangen, hier die Tierklinik Lüsche zu bauen. Ich bin also Tierarzt und mache vor allem Orthopädie, Chirurgie und Sportpferdemedizin. Mhm. Das heißt jetzt operieren oder Diagnostik oder beides. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie operieren auch? Ich operiere auch, jawohl. Dann sind Sie auch derjenige, der die Halswirbelsäulen, diese Foramenstenose, genau. Ja. Mir lag es auf der Zunge, Sie wollten es nicht aussprechen. Ja. Wie lange machen Sie das schon? Also wann ist das entstanden? Die erste Operation haben wir in 2020 gemacht, Ende 2020, mit einem Humanchirurgen zusammen. Entstanden ist das Ganze, indem ich diese Technik gesehen hatte bei meinem Schwiegervater, der wurde operiert und habe dann gesagt, das müsste man beim Pferd auch irgendwie durchführen können. Ist das Bandscheiben-OP dann gewesen? Genau. Okay. Und beim Pferd haben wir das nicht im Rücken gefunden, sondern haben dann wohl, der Mahmoud Magid, unser Radiologe, hat dann wohl einen Halspatienten gefunden, ein halbes Jahr später, der solche Veränderungen hatte. Und dann haben wir das versucht zu operieren, das hat gut geklappt. Und dann haben wir das weiterentwickelt. Mit Kurse in der Humanmedizin und so weiter. Okay, aber das finde ich ja klasse, weil ich kann mir vorstellen, Halswirbelsäule ist ein ganz geschundenes Teil am Pferd eigentlich. Ja, und oder? Bekommt deutlich mehr Aufmerksamkeit in den letzten 10, 12 Jahren. Ja. Man hat auch sogar Hals-Working Groups und viele Studien, die in den letzten Jahren passiert sind. Da ist echt noch sehr viel zu machen. Der Hals ist natürlich wichtig für ein Pferd, sowohl für die Balance, wie auch für die Körperhaltung und auch als Kompensation. Ja. Und da sind doch häufiger Veränderungen, die man früher als
Rittigkeitsprobleme oder das Widersetzlichkeit gesehen hat und wo man heute weiß, dass es doch echt auch Probleme da sind, die behebbar sind. Kann man das denn durch normale Röntgenbildaufnahmen sehen oder muss es dafür in MRT oder ins CT? Der Verdacht kann schon entstehen über die Symptome wie eine Röntgenaufnahme. Okay. Aber die echte Diagnose, dazu braucht man ein CT. Okay. Dazu braucht man 3D-Bilder, also rekonstruierte 3D-Bilder. Hm. Und da braucht man schon Aufnahmen in allen Ebenen, um entscheiden zu können, ist da echt eine Verengung oder ist da keine Verengung. Und gibt es Segmente oder Wirbelkörper, die besonders häufig jetzt in diesem kurzen Zeitraum auffallen? Weil 2020 ist ja noch nicht so lange. Ja, definitiv. Also absolut am meisten ist der Übergang 6.-7. Halswirbel. Okay. Da ist auch die meiste, der trägt auch am meisten von den Halswirbeln. Wir haben aber auch schon 7. Halswirbel, Übergang 1. Brustwirbel gehabt und operiert. Und 5. 6. Halswirbel ist auch ein paar Mal. Das sind auch genau die drei Stellen, wo auch die Nerven austreten für die Vorderbeine, wobei es da doch häufiger dann Symptome gibt, wie Stolpern, wie verkürzte Bewegungen vorne oder wie Lahmheit. Das sind schon Veränderungen, die dann auftreten. Also ich habe ja immer ganz viele bei uns oder ich sehe ganz viele Pferde, genauso wie Sie wahrscheinlich auch. Und wenn ich jetzt zu diesem Bereich höre, dann ist das ja häufig der Bereich, der unheimlich belastet wird, wenn ein Pferd zum Beispiel falsch aufgerichtet wird und diese Hängebrücke da oben, dafür gibt es ja auch Fachbegriffe, ich versuche immer so zu sprechen, dass es jeder Laie versteht. Ja. Kann man da einen Zusammenhang sehen? Also das ist bei mir gerade so im Kopf. Also technisch gesehen ist natürlich alleine schon, wenn man ein Pferd sieht, dann ist der Pferdehals und Kopf, der ist ja verbunden mit dem Rest des Körpers über diese Basis vom Hals und automatisch ist da ein Riesenhebel. So wie man einen Schlagbaum hat, den man hoch und runter, da kommt die meiste Kraft kommt auf der Basis, die dicht bei der Stange ist. Ja. Und beim Pferdehals und Kopf ist das nicht anders. Okay. Also diese Pferdehals und diese Basis vom Hals, die trägt automatisch dadurch echt ein Riesengewicht von 50, 60 Kilo. Und ständig. Ja, ständig. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, ich weiß nicht, ob Sie der richtige Ansprechpartner dafür sind, aber es kommt jetzt gerade so durch dieses Erzählen einfach. Es gibt ja ganz viele verschiedene Reitweisen. Es gibt ja Vorwärts-Abwärts-Reiten, es gibt in Versammlung Aufrecht-Reiten und dann gibt es eine Reitweise, die sagt, man muss immer ganz, ganz oben reiten. Ich nenne den Namen nicht, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Da werden die Pferde wirklich darauf trainiert, die ganze Zeit ganz oben zu laufen, auch die jungen Pferde. Das müsste doch dann eigentlich theoretisch gesehen voll Stress sein, während Vorwärts-Abwärts-Reiten das doch ein bisschen stützt, aufdehnt, oder ist das ein falscher Gedanke? Also ich bin in der Tat kein Reitlehrer, aber es ist natürlich so, dass jede unphysiologische Haltung auch eine Belastung bedeutet. Ja. Und wenn man gewisse Sachen anders reiten will, als das Pferd seine natürliche Haltung hat oder seine komplett natürliche Haltung, dann ist das auch eine Sache von Training und es ist eine Sache von Angewöhnung. Bei uns ist es ja nichts anderes. Wenn wir gewisse Übungen machen, in der Turnhalle oder wo auch immer, da sind auch gewisse Bewegungen nicht natürlich und die macht man nicht, wenn man zurückdenkt an die Jäger und Sammler vor tausende Jahren, sondern die haben die uns auch angewöhnt und anentwickelt und das ist auch Trainingssache. Aber alles, was unphysiologisch ist und was auch natürlich gerade Gelenke strapaziert und aber auch die Bänder und die Sehnen überstrapaziert, ist natürlich ein Risiko und ist ein Grund für Schmerzentwicklung. Okay. Wir stehen gerade aktuell immer auf der Pferdekaufseite. Also wir suchen seit 2 Jahren Pferd und für uns ist immer die AKU ganz wichtig. Ja. Jetzt weiß ich nicht, auf der Internetseite habe ich gesehen, AKU gehört auch zu Ihrem Spezialgebiet. Ja. Ist das richtig? Also ich mache viele Ankaufsuntersuchungen. Okay. Und da stellt sich mir immer die Frage, ganz häufig hat man ja Kissing Spines, man hat Chips, man hat andere Dinge. Und mir stellt sich immer die Frage, welche Dinge sind wirklich so, wo man sagen sollte, boah, davon sollte man wirklich die Finger lassen. Welche Chips müssen raus? Können Chips überhaupt drinne bleiben? Ja. Das ist immer das, wo ich sage, wenn ich so eine AKU habe, wo kann man sagen, oh Mann, ey, 65.000 Euro für ein Pferd, was 2 Chips hat oder eine kleine Spattnase hat oder sowas. Kann man das guten Gewissens machen oder ist das... Also grundsätzlich sprechen Sie jetzt mehrere Facetten an. Ja. Grundsätzlich bei einer Ankaufsuntersuchung denke ich,
Eine Ankaufsuntersuchung besteht immer aus einer klinischen Untersuchung und der wird ergänzt durch bildgebende Verfahren. Okay. In der Regel ist das Röntgen, selten auch mal Ultraschall oder andere Untersuchungen sogar noch dazu. Gerade die Röntgen, die Röntgenuntersuchung hat einen ganz wichtigen Stellenwert in der Ankaufsuntersuchung bekommen und ich glaube, dass sie überstrapaziert wird. Okay. Beide Veränderungen, die Sie angesprochen haben, sowohl die Chips wie auch die Kissing Spines, sind Veränderungen, die man eigentlich nur auf dem Röntgenbild erkennen kann. Mhm. Und wenn diese Pferde klinisch absolut unauffällig sind, also ja, wenn die keine Probleme haben, wenn die keine Symptome haben, das sind viele röntgenologische Veränderungen, Zufallsveränderungen, Zufallsbefunde, ja, die nicht unbedingt behoben werden müssen oder die nicht notwendigerweise gegen einen Kauf sprechen. Jetzt ist es natürlich so, wir können das Risiko nicht immer einschätzen. Und wenn Sie ein Pferd kaufen, was dreijährig ist, was mehrere Fragmente hat, dann weiß man noch überhaupt nicht, ob er belastbar ist. Dann neigt man dazu, die rauszunehmen, bevor sie stören. Wenn Sie allerdings ein zehnjähriges Pferd haben oder ein achtjähriges Pferd, was mehrere Fragmente hat, wo man weiß, dass sie schon seit dreijährig drin sitzen, dann lässt man die bloß sitzen, weil dann haben die bis dahin noch nicht gestört. Und das Risiko einer Operation, wie klein auch, ist auch ein Risiko. Und das wäre natürlich richtig, der Gaudi, wenn man ein Fragment rausnimmt, um das Pferd zu schützen und nachher tritt eine Komplikation auf. Was auch ein großes Thema ist, ist Rücken. Ja. Kissing Spines. Ist auch ein, da haben wir auch erlebt, dass Dreijährige, die gerade sechsmal oder sechs Wochen unterm Sattel sind, dass die wirklich schon teilweise verknöchert sind und sowas. Ja. Das würde ja bedeuten, es kommt gar nicht nur durchs Reiten oder durchs verkehrte Reiten ein passender Sattel, sondern ist das genetisch, ist das natürlich teilweise? Oder? Das ist teils. Das kann genetisch teilweise sein, das kann aber auch sein, dass durch gewisse Bewegungen im Fohlenalter, da werden, wenn die Pferde sich frei bewegen auf der Weide, gerade Fohlen, wenn die rangeln, passiert natürlich auch einiges, da können auch schon gewisse Schäden entstehen. Jetzt müssen Sie wissen, diese Dornfortsätze in der Wirbelsäule, im Rücken, die sind nur die Spitze vom Eisberg. Das ist nur, darunter sitzen ja die Wirbeln mit den Querdornfortsätzen, mit den großen und den kleinen Wirbelgelenken, also Facettgelenke und das Hauptwirbelgelenk, die Bandscheibe. Da läuft der Nervenstrang durch, da sind jede Menge Ligamente und Muskeln drum zu, die auch verletzt sein können. Aber alles, was wir darstellen auf dem Röntgenbild, sind diese Dornfortsätze. Ja. Und da wird dann schon mal schnell gerufen, oh, guck, da ist eine Verengung, Kissing Spines, das Pferd kann nicht geritten werden. Ja. Ich glaube, wir sehen, und das ist mittlerweile auch in Studien bewiesen, wir sehen genauso viele Pferde mit röntgenologischen Veränderungen, die röntgenologisch in Ordnung, die klinisch in Ordnung sind, als andersrum. Also wenn man röntgenologische Veränderungen sieht, sollte man darauf hinweisen. Und ich würde vor allem auch jedem Verkäufer raten, den Rücken zu röntgen, damit es kein böses Erwachen gibt, wenn man das nicht gemacht hat. Nach einem halben Jahr gibt es irgendwelche Probleme. Dann wird der Rücken geröntgt und dann wird gesagt, guck, das ist ein verborgener Fehler. Und dann wird der Kauf gewandelt. Also ich würde raten, gerade auch den Verkäufern, so viel wie möglich zu untersuchen, damit jeder weiß, was er hat. Und dann geht es nur um die Einschätzung, wie gefährlich ist das. Und da ist natürlich die Erfahrung der Tierärzte gefragt. Der eine wird sagen, ein Rücken mit vielen Kissing Spines, wenn er klinisch gut ist, dann wird er auch immer klinisch gut zu halten sein. Gut heißt, also, dass er nicht lahmfrei ist, bewegt, wenn er schmerzfrei ist. Okay. Genau. Und das Einzige, was man da berücksichtigen muss, ist, dass wenn ein Pferd von dem Besitzer und den Reiter wechselt, darf man nicht vergessen, der geht dann auch von, der bekommt meistens einen neuen Sattel, der bekommt einen neuen Reiter, der anders sitzt, der bekommt auch eine andere Trainingsmethode und so weiter. Und das kann natürlich dann wohl mal sein, dass es da, dass das die Ursache ist für Rückenschmerzen, vorübergehend oder bleibend. Hey Junge, nimm ein bisschen Zeit, das ist einfacher für mich und für ihn. Hey Mann. Tja. Bin gespannt, was Lacour dazu sagt, wenn dieser Wagen um ihn rumrollt oder wenn auch diese Maschinen angemacht werden, weil das haben ja die meisten Hufschmiede, die so rausfahren, haben die das ja nicht.
die raspeln, aber die haben dafür ja nicht eine Steifmaschine. Lacroix juckt das alles nicht. Der steht hier, als hätte er nie was anderes gemacht. Wenn ich mal an Campi denke, wenn der hier steht, mit seinen 17 Jahren, jetzt 18 Jahre. Das ist aber schon mega cool. Alle Pferde, die wir sprechen, holländisch. Vor allem die Amerikaner waren dann sehr überrascht. Das kann man auch beweisen. Hier sieht man auch wieder, dass die Trachten eigentlich weit, zu weit nach vorne liegen. So da irgendwo sein. Mhm. Also hier haben wir keine Unterstützung. Das ist dann hier auch, wie wir das bei anderen Pferden auch gesehen haben. Mhm. Diese Seite vom Fuß hält das nicht aus, also die zerbricht. Die Theorie, und das kann man auch sehen und nachmessen, die Unterstützung im hinteren Hufbereich reicht nicht aus. Normales Eisen geht, aber bei normalen Füßen. Jetzt keine, wie sagt man das, keine Versuchen. Ja. Wir gehen für sicher, das ist Unterstützung. Wenn das besser geht, dann wissen wir sowieso, dass das für ihn soll auch reichen, theoretisch. Aber ja, vielleicht lest er andere Bücher als wir. Okay. Ja, bei Happy hatten wir den Alubeschlag auch. Und der hat ja wirklich seitdem gar nicht mehr gestolpert. Gar nicht mehr. Und das finde ich Wahnsinn. So, das Heißmachen von Alu ist eigentlich mehr für mich, damit ich das einfacher bearbeiten kann. Ja, ich hätte jetzt gedacht, es ist schwieriger, weil du dann doch den Huf viel mehr anpassen musst, oder? Ja, das große Problem mit Alu, man sieht nicht, wie heiß es ist. Bei Stahl sieht man das. Und Alu ist, ja, das ist immer dieselbe Farbe, heiß oder nicht. Und das ist, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist das schon, hey. Ja gut, das verleitet jetzt einfach mal eben anzufassen, ne? Das ja, besser nicht. Ist dir das schon passiert? Ja. Oh, okay. Ja. Ja, das tut tatsächlich weh. Okay. Weil das war mir so gerade aufgefallen. Ja, stimmt, links, auf der rechten Hand, linkes Bein. Ja, genau. Genau, links. Das ist so träge Ursprung, ein bisschen. Aber wie gesagt, erstmal anständig auf die Füße und dann sehen wir weiter. Lacroix bekommt von Ron Alders nun einen komplett neuen Beschlag, der ihn beim festen Zutreten besser unterstützen soll. Voll was los hier. Alle laufen hier mit so einem Körbchen durch, wo irgendwas drin ist, aber keiner lässt was bei mir. Mal sehen, was wir brauchen. Wird schon ein bisschen sein mit so einem Fuß. Ja, und bei uns haben die ja sowieso immer Glocken drauf, ne? Das ist immer eine gute Idee. Ja. Nicht nur für die Eisen, aber auch für die Füße. Guck mal, es sieht schon ganz anders aus, der Beschlagene. Jetzt sieht man, dass hinten viel mehr Unterstützung ist als vorne. Ja, ne? Was meinst du, wie du damit laufen kannst, du? Und sehen lassen, nach so einer Maniküre, kann er sich natürlich dann auch. Zu fein. Vorne Seite vom Fuß, der Abroll ist schwierig. Ja. Aber das Hufbein wird sowieso, das sieht eine große, starke Sehne, super stark Muskeln bei so einem Pferd. Und das wird richtig weggezogen voneinander. Und der Fuß passt sich an, also der wird länger und enger in Spitze. Und bei Landung wird die Trachten werden auseinandergedrückt und gehen auch kaputt. Das sind dann die Löcher, die man an die Seite hat da. Okay. Und die Belastung ist jetzt viel mehr balanciert von Anatomie her vom Fuß. Und dann mal sehen, ob er dieselbe Theoriebücher liest wie wir. Bestimmt. Na, das wird schon viel besser sein. Da bin ich überzeugt. Weit weggenommen. Okay. So dünn, ich denke eher, das ist das Problem. Okay. Das richtig dünn machen vom Fuß, manche machen das. Ich muss gestehen, dass ich das früher auch viel gemacht habe. Aber wenn man die Füße ohne Eisen lässt, ja, dann geht das nicht, weil der Fuß hat nur die Sohle zum Schutz und die soll so dick wie möglich. Hässlich, okay, wenn es nur dick ist.
Hast du denn hier häufig Pferde, die du auch sedieren lassen musst für Hufe machen? Oder sind ja, das eigentlich? Das sagt nicht so viel über die Pferde, aber nur Pferde kommen hier ganz andere Situationen als zu Hause. Oft mit merkwürdigen Dingen, Schleiferei und was denn auch. Wenn etwas geklebt werden muss oder zum Beispiel wie die Füße hier, wenn man die wieder anständig haben will, ja, dann das geht theoretisch mit Raspel auch. Ja. Aber ich bin kein 18 mehr, also die Schleife ist viel einfacher. Und dann ist das schon ein Ding, wenn die Pferde bereits ein bisschen nervös sind, weil was ist das denn hier alles hier? Und dann auch noch solche Dinge, ja, dann wird es oft schwierig. Okay. Und dann ist eine Sedierung schon hilfreich. Hinten bekommt Alcor nun Eisen aus Stahl. Die werden dann auch aufgebrannt. Das tut dem Pferd nicht weh und sorgt für eine bessere Auflagefläche. Die Besitzerin von Funkelblitz hat gerade geschrieben. Sie hat gerade ihr Video gesehen und findet das total schön, wie wir das gemacht haben. Aber sich selber zu sehen und zu hören, ganz schrecklich. Dabei ist sie so süß gewesen, finde ich. Also ist sie ja immer noch. Aber das fand ich ganz knuffig. Aber ja, so ist jeder immer. Ne? Der stellt sich selber am meisten in Frage. War bei mir am Anfang auch so. Bin schon ganz gespannt, was bei den Zähnen rauskommt. Da haben wir ja auch einen Termin bei Rabea. Ne? Und dann machst du so eine schöne Rundreise. All das, Rabea. Hm? Ja, wie oft hat man das? Fallade fromm, Schmiede fromm. Hier stimmt es wirklich. Hier bist du wirklich, ne? Nicht gut. Nicht gut. Magst du noch mal kurz sagen, was du jetzt verändert hast und warum er Leder drin hat? Das habe ich ja nicht mitgekriegt. Die Bilder waren drauf, wo ich die Strich gezeichnet habe. Ich habe sie jetzt weggeraspelt, also muss man wieder neu machen. Also da. Das ist eine gerade Linie von Center of Rotation nach unten. Okay, und wenn ich das jetzt auf meinem Deutsch erkläre, dann hast du jetzt hier ganz viel Unterstützungsfläche. Jetzt habe ich hier eigentlich genauso viel wie hier vorne. Genau, das war der Fuß. Oh ja. Und hier haben wir nur ein klein bisschen, was von der Gesamtlänge von 100 wäre das 30, 70 oder so. Ja. Und jetzt haben wir eine Verteilung von 50-50. Ja, Wahnsinn. Und viel mehr Belastung jetzt ist möglich im hinteren Hufbereich, ohne dass die Sehne so stark angespuckt werden. Das ist eigentlich, was wir wollen, dass der Fuß auf den Boden kommt und dass das Körper, die Sehnen, nicht mehr als normal arbeiten müssen, um das Ganze hochzuhalten. Und diese Querrillen, was sagen die aus? Das ist Kompensierung, die eigentlich sagt, der Huf wird zu viel belastet, das sieht man dann hier auch, er wird nach innen gebogen. Ja. Die Rillen, haben dann auch die Form. Und so ein Beweis, dass die Balance, ich habe kein besseres Wort, nicht gut ist im Fuß. Okay. Und wenn man die Eisen abnimmt, das haben wir auch gesehen, sieht man auch, dass es an der Außenseite bei den Trachten ganz kaputt ist. Ja. Und ja, das ist auch logisch, weil jetzt sind die Trachten so hoch gedrückt, dass der Strahl sogar niedriger ist als die Trachten. Weil da habe ich so eine Rundung im Eisen in den Steg geschmiedet. Um auszufinden, was genau los ist, ob es jetzt besser ist, wollte ich keine Risiko nehmen. Also ich habe eine Platte dazu und es gibt auch Polster dazu, um die schon komprimierte Trachten im hinteren Hufbereich von die zu wenig Unterstützung eigentlich, um die so viel wie möglich zu unterstützen und die Heilung so schnell möglich wieder darzustellen, die Möglichkeit dazu darzustellen. Es sieht halt auch wirklich echt ganz anders aus. Ne? Es ist wirklich krass. Ja, es sieht zwar anders aus, aber das ist nur die Bearbeitung. Das kann ja jeder. Das ist so ein Ding. Aber das Wichtige ist, was oft überkompliziert, zu kompliziert gemacht wird, ist die Unterstützung vom hinteren Hufbereich. Ja. Zurück mit die Eisen. Und das wird oft falsch gemacht. Und das sieht man dann auch jedes Mal, sicher bei Warmblüter. Bei Warmblüter kommt man damit weg. Ne? Mit Reiten wollen die ja aufrichten vorne. Wenn die Pferde zu viele Probleme haben mit dem Abroll, haben die dann auch die Neigung, sich aufzurichten. Mhm. Ich kam ursprünglich aus den Quarter Horses und da wollen die alle die Head and Necks gerade oder sogar
Zu viel nach unten übrigens, aber okay. Aber wenn man dann Pferde beschlagt mit zu viel, zu schwieriger Abroll eigentlich, was er vorher hatte, ist es unmöglich für ein Pferd, das Kopf nach unten zu bringen. Mhm. Das geht nicht, weil es tut entweder weh, ist unbequem oder was dann auch. Und dann lernt man sehr schnell, dass die Eisen zurück müssen, die Abroll einfacher gemacht werden muss. Und dann über die Jahre erfährt man, dass es auch therapeutische Zwecke hat, dass die Hufrolle weniger beansprucht wird. Also, ja, es ist ein ganzes Gebäude. Ich kann die Rücken nicht ändern, ich kann eigentlich ganz wenig ändern, aber die Füße kann ich etwas machen. Ja. Und dann sieht man, wenn man das macht, dass die Bewegung vom Pferd sich ändert, dass auch das Reiten viel einfacher wird, dass das, ja, Rittigkeit ist da schon ein Ding. Okay, ich will das noch ein bisschen Öl drauf machen. Super. Dann sieht es dann noch etwas besser aus. Noch besser geht gar nicht. Noch besser? Hier. Ich finde das immer ganz irre, ohne die Aufziehkappen. Dann muss man immer dreimal hingucken, ob Eisen drauf sind. Ja, ich persönlich mag ich die Kappen überhaupt nicht. Das ist so hässlich. Ich muss den Fuß sehen. Aber sicher hinten, weil Pferde bewegen sich auch ein bisschen hinten wegzudrücken. Ja, dann verdrehen sicher bei so einem großen Pferd die Eisen sich manchmal. Und dann, ja, okay, Kappe. Das Endergebnis kann sich wie immer sehen lassen. Und so kann er jetzt auch wieder mit nach Hause. So, komm her. Oh, alles. So, möchtest du hier in eine Box oder möchtest du mit nach Hause kommen? Nach Hause. Nein. Ach, guck mal, wie schön du laufen kannst, ne? Mit den neuen Eisen müsste er jetzt auch ein bisschen leichter sein. Zwei davon sind die aus Alu. So, komm her. Kriegen wir das hin? Schaffen wir das einmal hier drauf und drauf stehen bleiben? Hm? Komm. Schaffen wir das? Kommst du mit? Kommst du mit? Guckst du dir einmal an? Toll! Und halt! Super! 700 und ein paar Zerquetschte. Super, Körchen! Ich bin so stolz auf Körchen. Ja! Das hat er so klasse gemacht. Auch mit den ganzen Geräuschen, mit den Motorgeräten, wollte ich sagen, mit Schleifen, mit allem drum und dran. Richtig, richtig toll. Das Verladen jetzt auch wieder. Und ich glaube, er hat jetzt was Positives, dem tun die Füße vielleicht nicht mehr weh, er kann besser abholen und jetzt kommt er wieder zu seinen Kumpels, kriegt Abendbrot. Ich glaube, besser kann der Tag jetzt nicht sein. Ne, Köchen? Ja, ganz toll. Super gemacht. Und so lief er dann am nächsten Tag mit seinen neuen Spezialschuhen. Erstaunlich, was mit dem richtigen Beschlag alles möglich wird. Testreiterin Vicky wollte jedenfalls gar nicht wieder absteigen. Und das, obwohl Dressur ja eigentlich gar nicht so ihr Ding ist.